Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Heute werden wir zum Parson State Insane Asylum reisen. Da werden wir wahrscheinlich auch ankommen, denn hier kann ja nichts mehr sein. Hier waren die unglaublich schweren Forged und hier waren die unglaublich hochleveligen Gunner. Also sollte ich, wenn ich mich hier entlang halte, da ohne Probleme ankommen. Und dann, denke ich, ist der Weg zurück hier der sicherste. Und dann werde ich mich um Nick Valentine kümmern. Weil das habe ich zu lange rausgezögert und hier oben sind die Leute auch ein bisschen zu stark, um ehrlich zu sein. Also guck mal erstmal, dass ich diese komische Lieferung da bekomme. Ich habe auch die Siedlung ein bisschen ausgebaut und meine Sachen, die ich entbehren kann, hier oben reingepackt. Also im Prinzip alles wie immer. Es sind, seitdem ich gespeichert und geladen habe, sind sehr viele Leute hier aufgetaucht. Ich weiß nicht so genau, du bist ein Provisioner, ja, kein Problem. Wer bist denn du? Ach, du bist eine Händlerin. Ja, das ist ja perfekt. Doc Weathers, hi. Ich habe eventuell auch die Subtitel ausgemacht. Das ist ein bisschen komisch mit dem ganzen Spiel-Updates. Und jetzt habe ich noch mein Grafik-Update gemacht. Ja, machen wir mal wieder die Dialog-Subtitles an. Und ich glaube auch die General-Subtitles. Ja, ich habe ein paar grafische Einstellungen vorgenommen. Da hat er irgendwas in den Dateien anscheinend geändert. So. Ich könnte deine Hilfe tatsächlich gebrauchen. Yeah. See what's wrong with me, Doctor. Tell me your problems. I got solutions. Ich habe mir nämlich eine Krankheit geholt. Außerdem bin ich ja noch psycho-addicted. You don't have cures for chem addiction, do you? All part of good living, am I right? Let me give you something that'll flush out the aftertaste. Sehr gut. Dann bitte noch einmal meine Lethargie heilen und dann bin ich auch schon wieder in Top-Zustand. You got more problems? Here's hoping, right? Yeah, I'll see you soon. Ich habe schon irgendwelche Probleme. Will ich die Radiation weghaben? Ich denke ja. I think it's radiation. Blood pooling in the gums, signs of anemia. Yeah, we better clean you up. Schön, dass es so einfach möglich ist. Gib mir noch eine Spritze und dann nehme ich gleich noch eine Spritze und dann versuche ich dir all das Geld wieder abzunehmen, indem ich dir 50 Stimpacks verkaufe. Anything else bothering you? Ja. Took a few bad hits recently. Got knocked around. You look fine, but oh wait, yep. That's gonna need to be set back in place. Let's get started. Und wenn ich nur meine Körperteile alle auf volle Prozent bekomme, das kann nützlich sein, denn ich habe keine Lust, immer wieder verkrüppelt zu sein. All done. Any other complaints? Wobei, was hier noch fehlt, no, sind done. Diese Doctor's Bags. Ich glaube, ich kann ja meine verkrüppelten Sachen mit Stimpaks heilen. Hey, das ist tell a good doc which nicht normal. Spend your caps, and I'll make it all better. Kein Problem. Could use some supplies, actually. I got loads of Stimpaks, Chems, you name it. Mal schauen, du hast 256 Credits. Das ist nicht sehr viel. Ja, Credits, Bottle Caps mache ich natürlich. Was könnte ich dir verkaufen? Kaufst du Munition? Weil ich glaube, Munition wiegt noch am allermeisten von dem Zeug, was ich dabei habe. Die Stimpacks, die hebe ich mir auf. Das kannst du haben. Ansonsten... Wo habe ich die denn her? Na, ist auch egal, die behalte ich mal. Ich dachte, die hätte ich alle weggelegt. Okay, Wasser habe ich mir hier wieder geholt. Die hatten irgendwie viel in ihrem... Die hatten ja viele Flaschen hier und hatten auch viel... in ihrem Workshop schon an Wasser. Das ist also jetzt kein Problem mehr. Will ich dir den Wodka verkaufen und den ganzen Kram? Nee, ich verkaufe dir tatsächlich ein paar Stimpacks. So ungefähr 100 Caps wert an Stimpacks. 104? Nee, dann doch lieber nur so viele. Ich bin ja geizig ohne Ende. So, hiervon? Kann ich dir einen noch verkaufen? Nee, geht auch nicht. Accept. Ich glaube nämlich, ich will von dir nichts haben. Ich kaufe nur Junk. Ja, ich könnte hier so ein Shipment kaufen, aber ich glaube nicht, dass ich das brauche. Nee, lassen wir das mal. Aber nett, dass ich dich getroffen habe. Du hast mir viel geholfen. Du hast mir wirklich viel geholfen. So, ziehe ich mich wieder um, damit ich auch einsatzbereit bin. Die werde ich mit mir rumschleppen. Erstmal. Diese Schuhe da. Außer ich könnte hier eine Armor-Workbench bauen. Kann ich hier eine Armor-Workbench bauen, weil dann ziehe ich sie vielleicht an. Ich will Lack haben. Aber ich glaube, damit warte ich tatsächlich. Ja, damit warte ich tatsächlich. Erstmal zum Parson State Insane Asylum. Na? Wie mache ich hier so ein... Okay, keine Ahnung, wie man da so ein Ding hin macht. Ist auch egal. Ich weiß ja ungefähr, wo es ist.
Sonst habe ich das immer hingekriegt. Das Wasser sollte jetzt ein bisschen besser aussehen. Sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, finde ich. Und das Spiel läuft auch stabil. Ich habe die Grafikeinstellungen nochmal angepasst. Irgendwie jedes Mal, wenn ich in dieses Bethesda-Launcher-Menü reingehe, dann löscht er mir Einstellungen. Deswegen wahrscheinlich auch die komischen Soundeinstellungen. So, hier. Das ist Saltron. Das habe ich nicht gelootet. Ja, das werden wir gleich mal nachholen. Sehr gut. Ich bin mehr oder weniger zufällig hier vorbeigekommen gerade. Da oben waren ja die ganzen Gunner. Aber ich glaube, die sind keine Gefahr mehr. Ich habe zwar nicht alle von ihnen erschossen, aber ich denke doch die meisten. So, habt ihr etwa diese Brücke hier auch bewacht von da oben? Das könnte gut sein. Wo kann ich lang gehen? Ich würde eher durchs Wasser gehen, als der Straße zu folgen, oder? Vor allem hier könnte noch irgendwas sein. Oh, ja, zum Beispiel Supermutant. Aber ich wollte mich ein bisschen weniger ablenken lassen auch. Wobei, das ist ein Suicider. Wenn ich die Chance habe, dich zu erschießen, erschieße ich dich. Bevor du plötzlich neben mir stehst und das Spiel vorbei ist. Dich erschießen wir auch. Und dann können wir wohl auch schon hingehen. Das war wohl nur so eine kleine Supermutanten-Patrouille, die ich da erledigt habe. Ich weiß auch nicht, bist du immer ein Supermutant? Boah, ich habe deinen Kopf getroffen. Die Orders lassen wir mal da liegen. Ja, der Suicider. Werden die auf Feuer ausgewählt und bist du dann jeden Tag der Suicider? Oder ist das sowas, wo man am Anfang des Tages Streichhölzer zieht und dann sagt, ja, du bist dieses Mal der Suicider. Oder nein, du bist dieses Mal der Suicider. Ja, hier ist doch das Ghoul-Ding, von dem ich gesprochen habe. Hier ist eine Ghoul-Siedlung, beziehungsweise eine Siedlung, wo Ghouls drin sind, eventuell. The Slog, genau so heißt das. Schauen wir mal, wen ich hier treffe. Moodfruit, aber wilde, kein Interesse. Muss ich ja jetzt jemanden erschießen? Oder, nee, muss ja niemanden erschießen. Aber ich glaube, ihr seid... du bist aber nackig. Aber hallo, sexy Ghoul. Ne? Wer ist neuer Chef? Ich würde gerne diese Siedlung übernehmen. Da hinten du siehst so aus wie der Chef. Hi, Holly. Hi. If you want to help us out, hop in the pool and gather some tar berries. I'll pay you caps for each one you bring me. Klingt nicht wie nach einer Aufgabe, für die ich mich hergebe, nein. Du bist bestimmt der Chef, komm. Hey. Wiseman is a great man and a great leader. Ich weiß, wer der Chef ist. Wiseman. Hi. Welcome to the Slog. We're the only tarberry bog in the Commonwealth. So what do you think of the place? Das sieht sehr nett aus. Looks fine, I guess. I wouldn't really know. Yeah, I didn't think you had the look of a farmer about you. More the city type, I'd say. But with that smooth, clean skin. You probably noticed it's only ghouls around here. I used to live in Diamond City. Until that rat bastard mayor threw me and all the other ghouls out. I decided that we ghouls should have a place where we could feel welcome. And that's mainly why I started up this farm. Why did the mayor throw you out? We're ugly. We turn feral and kill people. We give the kids nightmares. All the usual stuff we get from you smooth skins. Now, it's true that there was one incident in Diamond City where a ghoul turned feral and someone got hurt. But I ask you this. How many humans have suddenly turned violent and killed someone? I've seen it more times than I care to admit. What if this place could be more than just a refuge for ghouls who aren't welcome elsewhere? What if it could also be an example of what we can do when we put our minds to something and work together? We want this to be a place that everyone looks forward to visiting, with smiling faces, good bargains, and great produce. Maybe we can make people take a second look, you know? Maybe then they'd see that we're not monsters. Solange ich die da hinter dir erschießen darf, das Kameragewackel macht mich sehr aggressiv. Anything I can do to help? I appreciate the offer, but I think we're doing as much as can be done. If you want to put in a good word for us with the traders, that couldn't hurt. Why don't you take a look around? Deirdre's always looking to trade supplies for caps, and Holly could use a hand gathering tar berries. It's been good talking with you. I hope you'll visit us again. Ich glaube, ich könnte euch alle umbringen. Dann würde ich doch diese Siedlung bekommen, oder? Also Holly, ja, du bist Deirdre. Ja. Brauchst du jetzt den Tarberry? Der nackte Ghoul ist wieder hier.
along with some other supplies we scrounged up. Let me know if you want to trade. Sekunde, meine Gute. Ich bin sofort bereit. Warte mal, ein bisschen rausscrollen. Es ist ja deprimierend, wenn das so nah angezeigt wird. Hey there. You look like a man who could use some fresh supply. Der macht alles nackig, oder? Sounds good. Okay, 263, das ist immerhin ein bisschen mehr als der Doktor. Aber du hast eigentlich auch nichts, was mich besonders interessiert. Was kann ich dir denn verkaufen? Stimpaks zum Beispiel. Ja, Stimpaks sind immer so das die Nummer 1 Sache, die ich Leuten verkaufe. Man braucht nicht unbedingt viele davon und sie sind saumäßig wertvoll. 10 Stück. Accept. Jupp. Und schon bin ich fertig. So, was mich jetzt aber eigentlich wirklich interessiert, ist, wie kriege ich euch auf meine Seite? Ich habe das ein bisschen vergessen. Also ich sammle keine Tarberries. Excuse me. I used to live in Diamond City. I got into some trouble and it was Wiseman who bailed me out. Hm, okay. Wiseman scheint schon ganz in Ordnung zu sein. Hey, Wiseman. Hi. I'm damn proud of what we built here. Du sagst mir nichts Neues mehr. Na gut, tja, dann schau... Also, eure Armor-Station, die darf ich benutzen, richtig? Aber hier den Workshop, der... Da werdet ihr mir sagen, dass der mir nicht gehört. Hm, ja. Also muss ich... Soll ich Tar... Ich sammle mal Tarberries. Ach du Scheiße. Ich war gerade erst beim Arzt, ihr Arschlöcher. Achso, jetzt sind die Rats auch irgendwie weg. Hm. Produzieren die Tarberries die Rats? Interessante Lore-Frage. Ja, jetzt habe ich doch Tarberries gesammelt. Ich weiß, ich wollte nicht. Excuse me. Yes, you'll be wanting some caps for those Tarberries. Or were you here for the goods? Ooh. What are you offering, exactly? It's 2 caps for each Tarberry. Good enough? Ich dachte, das andere als Geld, Tell me about these goods. You're looking at them, hot stuff. I might be a ghoul, but I'm still all woman. So, what do you think? Ich denke, dein Ehemann steht hinter dir. I think you look pretty good. Yeah, you're looking pretty damn fine yourself, stranger. I know I come on a little strong sometimes, but why wait around for someone to chase me? Oh, when I see something I like, I go after it. After all, we ghouls might live a long time compared to humans, but I won't be around forever. So, do you think you could ever see yourself, you know, dating a ghoul? Oh. Also ich kann, also erstmal die, bist du gehirntot oder warum stellst du die erste Frage? Ich meine, ich bin ja gerne gründlich, aber... Und die anderen Sachen sind... Schade. Also müssen wir wohl die hirntote Frage stellen. Are you hitting on me? Not used to aggressive women, huh? Well, I won't hold it against you. I'd still like to know your answer, though. So tell me, would you date a ghoul? Ich finde deine Nase ja sehr süß. One day, maybe. I'm still getting over the loss of my wife. I'm sorry. I feel like a complete fool. Do you want to talk about it? My wife was murdered, and my son was kidnapped. Oh, that's horrible. I can't even imagine what you must be going through. I'll say goodbye, then. Good luck with everything. Oh. Dir auch. Kriege ich jetzt noch die Caps, oder wie läuft das? Ready to get paid for those Tarberries. Also das finde ich schlimm, dass er jetzt den gleichen Spruch wiedergebracht hat. Wir haben uns doch gerade kennengelernt, oder? Yeah, I'll take those caps now. Here you go. 2 caps per berry. Thanks much. Das ist so ein bisschen der Vorwurf, den man auch Fallout 4 machen kann, dass es ein bisschen leerer, seelenloser ist als jetzt ältere Spiele. Wenn ich in New Vegas einen Charakter erstelle, der 10 Intelligenz hat, dann kriege ich da direkt nach der Erstellung einen Kommentar von dem Doc Mitchell. Oder wenn er nur 1 Perception hat, dann kriege ich gesagt auf... Oh mein Gott, ich bin zwar kein Augenarzt, aber du solltest vielleicht eine Brille dir besorgen. So Sachen gibt's hier nicht mehr. Das Spiel ist ein bisschen... Also, nicht mehr, aber... Es kommt mir auf jeden Fall sehr viel seltener vor.
Ich muss wohl warten, bis ich hierher geschickt werde von Preston Garvey wahrscheinlich. Ich glaube, so ist mir das ja sonst immer passiert, dass ich hier die Siedlung übernommen habe. So, ich muss also eigentlich nur nach Norden hier. Dass irgendeine Quest gestartet wird von wegen, die Ghouls vom Slog, die haben Problem XY, geh mal Leute töten, danach ist die Siedlung dir. Auf so eine Art von Quest muss ich wohl warten. So, da ist ein Deathclaw. Das ist machbar. Ich schieße da einfach mal drauf von hier. Joa. Na komm, ich warte hier auf dich. Willst du nicht ins Wasser oder was? Du bist ja wie eine Katze. So, schießen wir den ein bisschen auf den Körper. Ich habe mein erstes, also nicht mein erstes, aber das ist mein erstes wirkliches Deathclaw, das ich getötet habe, ja. Das würde ich schon so sagen. Das davor, das war ja geschenkt in der Power Armor. Und ich stand ja auch nicht im Offenen. Aber das war gut, das war echt gut. Ich habe einen Deathclaw umgebracht. Ha! Mir kann nichts mehr passieren. Als würde das stimmen, ja. Der Nebel gefällt mir sehr. Ist der Nebel echt oder habe ich die Grafikeinstellung nur zu stark runtergestellt? Müssen wir mal gucken, ob das Wetter sich noch ändert. Werde ich aber danach der Folge mal überprüfen. So. Ach so, ich muss nach da. Ja, okay. Ich muss mehr nach links, glaube ich. Wobei hier könnten eventuell wieder Leute drauf oder drunter sitzen. Im schlimmsten Fall sogar gerne. Oh, au! Fuck you! Du bist ein Arschloch, bist du. Ich sollte dich aber so erschießen können. Ohne, dass du mir da groß Probleme machst. Heilige Scheiße. So, irgendwo ist noch einer. Wahrscheinlich frisst er gerade da hinten meinen Hund. Ja, ich schieße da auch einfach drauf. Okay, Crit. Hör auf, meinen Hund zu fressen. Ich weiß, dass du das tust. Wow, ich hatte ganz schön hohe Prozentchance. Dafür habe ich ganz schön schlecht getroffen. Oh, der hat ein Ei dabei. Das war eine Mama, die ich da umgebracht habe. Irgendwo ist jetzt ein kleiner Red Scorpion, ganz traurig. Aber jetzt hätten solche Viecher Gefühle. Oh. Red Storm. Wunderschön. Ja. Mal schauen, ich muss die Sichtweite höher stellen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr die Sichtweite verringert. Geht das vom Spiel aus? Ich glaub's fast nicht. Ja, doch. Items dürfen gerne faden, Actors eher nicht. Und Objects auch nicht. Gucken wir mal, ob das was ändert hier. Boah. Das sieht ein bisschen anders aus auf jeden Fall jetzt. Vielleicht stelle ich das auch gleich wieder auf Max. Was könnte man essen? Ein Ribeye Steak. Das bringt viele Lebenspunkte zurück. Da ist das State Asylum. Ja. Ich drehe da nochmal ein bisschen an den Settings. Sichtweite ist wichtig. Das war gut. Der Blitz, das gefällt mir. Also hier ist er jetzt von meinem neuen Arbeitgeber, die Security-Mannschaft. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht lang zu schleichen. Ich kann mich direkt zu erkennen geben und sagen, hallo, ich arbeite für den gleichen Typen wie ihr. Warum ist denn hier keiner im Pförtnerhäuschen? Ich bin der Sicherheitsinspekteur. Inspizieren wir hier nochmal. Auch nichts da. Na gut, da vorne ist der Fronteingang, denke ich. Ich habe mich ein bisschen von der Seite diesem Asylum genähert. Ah, da ist die Frau, die ich suche. Da ist der Guard Captain. Wie bin ich denn an euch vorbeigekommen? Ja? Ihr seid doch luschen. Nee.
Ich arbeite hier. Edward Deegan sent me. I'm looking for a missing package. Oh, you're the new guy. So this package, pretty sure we know where it is. The guys that shot Ben are holed up in the Parsons Creamery, just north of here. Na, dann ist ja kein Problem. Wer sind die Leute? Who are these guys? Raiders? Sure. Assholes with guns. Though it's weird that they're still hanging around so close. Kinda like they're scouting this place or something. I don't like it. I'm glad you're gonna finally get rid of them. Okay, das war eine sehr kurze Unterhaltung. Just don't bring any trouble down on us. Kein Interesse dran, ne? Du siehst cool aus. Maria's in charge. Ist das deine Blutgruppe da oben drauf tätowiert? Das ist deine Blutgruppe da oben drauf tätowiert. Ihr seid echt coole Leute. Hast du auch so ein Tattoo? Ja, hast du auch. A+. Oh, das ist dein Rating. Das könnte natürlich auch sein. Das ist ein A+ Mercenary. Dann gibt's A+, AA und AAA. Bloß nichts schlechter als A. Ne. So, nördlich von hier. Das heißt, wenn ich mich hier an der Straße halte und ein bisschen von der Seite reinschwinge, dann sollte ich diese Typen finden können. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus hier, glaube ich. Ich stelle vielleicht noch ein bisschen die Regler hoch jetzt. Ich glaube zwar immer noch, dass das schlechtes Wetter ist, aber machen wir das doch mal auf Max und das auf Max. Items müssen ja nicht unbedingt auf Max stehen. Ja, das sieht besser aus noch, glaube ich. So, was haben wir denn da? Habe ich da nicht was laufen sehen? Ich dachte, ich hätte da... da ist ein Deathclaw. Crit! Okay, das war mein super Sniper-Gewehr. Und das hat nicht ausgereicht. Na gut, dann komm her. Ich traue mir jetzt alles zu. Ich muss noch länger... Okay, was haben wir hier? Leg ist nicht wirklich gut. Ach du Scheiße. Ich musste in den Bauch schießen, hä? Also, ein Deathclaw ist keine Kindergacke im Moment. Also, zwei gehen nicht. Und wenn mich eins überrascht und nicht ich esse, geht das wahrscheinlich auch nicht. Das haben wir jetzt gelernt. Das ist gut zu wissen. Oh Gott, und du hast vorher so einen Bär noch umgebracht wahrscheinlich. Oder zwei davon. Oder drei. Vier. Okay, ich bin hier in ganz gefährlichem Gebiet. Ich bewege mich hier auf dünnem Eis. Weil jeder einzelne von denen hier hätte mich wahrscheinlich vor ein Problem gestellt. Gut, es macht auch Sinn. Wir sind in der Nähe dieses Hexenhauses. Was ist da? Da oben steht jemand. Ach du Scheiße. Wer bist du denn? Und wie hast du hier draußen überlebt? Ich komme mal vorsichtig in deine Nähe. Ich meine, da steht zwar dran feindlich, aber... Bist du wirklich feindlich? Ich glaub's nicht, oder? Hallo. Okay, du bist feindlich. Oder feindselig. Oh, guter Hund. Da fliegt die Waffe. Mein Hund mag keine Waffen. Ach, nee, oder? Nee, das ist jetzt hier nicht die Quest mit dem Jungen und so. Das ist viel weiter im Süden. Ich mach mal den Kühlschrank auf. Was kann denn hier... Ja, hallo. Eine Plasma Rifle. Ich nehme sie mal mit. Ich habe keine Ahnung, wie gut die ist. Aber ich habe ein Level gemacht. Das ist sehr gut. So, jetzt bin ich Level 29. Auf 29 hatte ich noch behauptet, wäre irgendwas Tolles, was jetzt verfügbar ist. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Nee, auf 29 gibt es nicht Tolles, was jetzt frisch verfügbar ist. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, ich mache noch nicht genug Schaden. Ich muss viel mehr Damage noch machen irgendwie. Also Ninja bräuchte ich auf jeden Fall das nächste Level. Gang Fu
muss ich langfristig hin. Die Frage ist jetzt, gehe ich erstmal Richtung Grim Reaper Sprint oder Richtung Fourleaf Clover? Ah, ich glaube, ich gehe Richtung Fourleaf Clover. Ich tue nochmal einen Punkt in Luck. Oh, andere Sache wäre Stärke gewesen, um Armorer zu machen. Aber ich denke, ich gehe Richtung Luck und gehe dann auf Fourleaf Clover, damit ich mehr Crits habe, weil die Crits sind das, was eine Damage bringt. Ricochet brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Fourleaf Clover ist dann das, was ich als nächstes mir hole. Ja, ich denke, das sind ganz gute Gründe. Und gute Begründungen auch. Für die Entscheidung. So, ich sollte ein bisschen Wasser trinken. Ich hab's ja. Ich denke die ganze Zeit, ich spare mir das Wasser. Aber nee. Ich habe dann nur minus Intelligenz. Und das heißt, ein bisschen weniger Erfahrungspunkte, die ich bekomme. Und das muss ja nicht sein. Wo ich doch leveln so mag. Aber immer aufpassen. Es könnte irgendwo ein Deathclaw rumstehen und dann will ich den ersten Schuss bekommen. Das gleiche gilt für Bären. Und überhaupt alles andere, was hier so rumläuft. Sieht aber friedlich aus bis jetzt. Ja, sieht alles ganz gut aus. Okay, ich näher mich so langsam dem Punkt, wo die Gegner sein sollen. Okay, da oben, bei der Creamery, da würden sie sich rumtreiben. Vielleicht sollte ich auch direkt Psycho-Buff benutzen. Das hätte mir wahrscheinlich hier hinten auch schon geholfen gegen das Deathclaw. Okay, irgendjemand ist hier. Raider, okay. Noch ein Raider. Ein Raider-Survivalist. Ja, heilige Waldfee. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen Psycho-Buff nehmen. Ich brauche den Schaden. Oder sag so, ich will den Schaden. Fucking kill! Yeah, fucking kill. Also das erkenne ich ja jetzt hier fast überhaupt nicht. Gut, war auch Quatsch, was ich da gerade gemacht habe. Warum bist du auf der... Oh Gott, habe ich schon wieder irgendwas umgestellt hier? Nee, ich kann nicht speichern. Warum bist du auf dem Kompass zu sehen? Ist das ein Recon-Scope, was ich hier habe? Na? Der kommt zu mir. Ich muss bereit sein, wegzurennen, falls der eine Throwable hat. Wenn er nichts zum Werfen hat, dann lasse ich ihn gerne kommen. Ach nee, du bist questmarkiert. Du hast den Gegenstand. Du hast das Package. Das wird sein. Na komm. Jetzt hör auf, von mir wegzulaufen. Einmal in den Kopf und dann macht mein Hund fast den Rest. Oh ja, das war cool. Geht's mir jetzt gut, ja, jetzt geht's mir wieder ganz okay. Mysterious Serum. Schauen wir mal, du hast ganz viel Munition. Finde ich gut. Welding Goggles, hast auch Stil gehabt. Und das Mysterious Serum. Plus 5 Stärke für eine Stunde. Und ewig viel, ewig... Reduzierte Reds. Das ist ein tolles Teil. Das ist ein super Gegenstand. So, ich werde jetzt nicht zurückkehren. Ich werde euch erstmal hier drin umgucken. Schließlich habe ich eure Raider-Basis angegriffen erfolgreich. Da kann ich mir auch anschauen, was ihr drin habt. Pipe Pistol. Naja, das war ja jetzt mal nix. So. Was gibt's hier noch? Eine Leiche habe ich übersehen, auf jeden Fall. Ich habe ja 3 Leute erschossen und nur 2 gelootet. So, nach hier komme ich. Oh, hier komme ich auch ohne Probleme hin. Okay. Schön. Schön, schön, schön. Dirty Water. So dringend ist es jetzt nicht mehr. Aber ich könnte hier oben mal speichern. Oh, ein Fischerboot. Mit Redaway und Milchflaschen. Was seid ihr denn für Angler? In so einem Boot hätte ich jetzt mindestens mal Bierflaschen oder wenn nicht sogar Schnapsflaschen erwartet. Gibt doch dieses Vorurteil, dass Angler immer so viel trinken, weil sie sonst nichts zu tun haben.
Während sie, oh Gott, Hund, du hast mich erschreckt. Während sie angeln. Wie komme ich denn da raus, meine Güte? Hier rum, hä? Ja, hier rum. Dann da einmal außen rum. Und dann bin ich hier auf dem Dach. Okay. Soweit, so gut. Jetzt ist da auch besser was Tolles drin. Na? Ja. Offen. That's it. Naja, es geht. Ich habe schon schlechtere Sachen gefunden. Und aufgehoben. Okay. Dann muss ich jetzt nur noch zurückkehren. Richtung Süden. Ich von hier Richtung Süden laufe, dann komme ich am... Ja, gehen wir mal den Weg zurück hier. Dann komme ich ja am Asylum vorbei. Da sollte es schon ziemlich sicher sein für mich. Es ist echt komisch, dass sie so in Sichtweite von dem Asylum, wo sie es geklaut haben, gewartet haben. Es ist auf jeden Fall keine normale Taktik als Dieb, dass man so in der Nähe rumbleibt und noch scoutet. Aber ich habe jetzt auch nichts gefunden, was informiert hätte mich darüber, warum die Raider das so gemacht haben. Naja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass als ich das letzte Mal gemacht habe, da wurde ich dann angegriffen noch von anderen Raidern, die mich quasi abgefangen hatten. Aber das ist hier jetzt irgendwie nicht passiert, also vielleicht gehört das gar nicht so standardmäßig dazu. Ich weiß noch gar nicht, warum ich hier noch rumrenne. Die Frau hier vorne wird nicht mit mir darüber reden wollen. Ich kann es trotzdem mal versuchen. Die ist doch hoffentlich noch hier irgendwo, ja. Ich denke, Edward knew what he was doing when he hired you. Ja. You better get your ass on back to Cabot House with that package. Edward's not as patient as he seems. Dann mache ich das auch besser. Ich kann ja hier beim Slog vorbei, da gehen wir einfach durchs Wasser. Das wird mal einen kurzen Moment, wird das mal gehen. Ich höre doch hier irgendwas. Ja, du bist ein... Warte mal, warum bist du ein Mercenary und warum bist du als rot angezeigt? Du würdest mich doch jetzt nicht angreifen, oder? Komisch, komisch. So, hier unten sollte ich einfach so durchschwimmen können. Im Wasser kann man ja von sowieso überhaupt nichts angegriffen werden. Ach du Scheiße. Na gut. Ich könnte ja einen Red Axe nehmen, aber... Ich will nicht. Nee, im Wasser kann man von überhaupt nichts angegriffen werden. Deswegen habe ich auch kurz drüber nachgedacht, ob ich irgendwie ein Bild machen sollte, der Aquaboy benutzt. Weil dann kann man sich schwimmend sehr, sehr gut fortbewegen. Und kommt überall hin, ohne dass man angegriffen werden kann. Okay. Ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich. Wo schieße ich dir denn hin? In die Brust. Richtig. Mit einem Crit. Das macht nicht allzu viel. Hör auf, deinen Face-Laser zu laden. Scheiß Dreck. Okay. Das sollte kein Problem werden. Ich liebe Vets für sowas. Naja, das hat es jetzt nicht unbedingt gebracht. Kann ich schon wieder? Nee. Okay, der ist tot. Heilige Scheiße. Bloatflies sind nicht mein Ding. Der war auch ganz schön hart. Ich habe das Gefühl, wenn der Face-Laser rausgekommen wäre und mich getroffen hätte, wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen. Zum Glück habe ich gerade so genug Schaden gemacht. So, was hast du hier bewacht? Eine fancy Hairbrush, okay? Kann ich mir die Haare kämmen oder was? Ja, das ist das, was man mit... Haarbürsten so macht. Aber ansonsten ist hier nichts, oder wie? Nur du? Vor dir habe ich jetzt deutlich weniger Angst, Mr. Gutsy. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber... Naja. Du tust schon weh. Wie wär's denn mit dem Thruster und dann schieße ich dir auf den Torso? Na? Fällst jetzt auf den Fußboden? Das wäre doch was. Auf jeden Fall bist du tot. Das tat schon weh. Okay, da drin ist noch irgendwas. Gehen wir gleich mal rein. Da drin ist genau gar nichts.
Okay, solange jetzt kein Sentry-Bot um die Ecke kommt, ist das alles in Ordnung. Hier ist auch nichts drin. Okay, was habt ihr hier bewacht? Warum seid ihr überhaupt hier? Ihr seid blöde Roboter. Ich mag euch nicht. Kein bisschen. So, wir essen. Ja, komm, ein Iguana und ein Stick. Aber das bringt ja gar nichts. Kann ich auch irgendwas anderes noch hinterher werfen. Ein Nudelcup zum Beispiel. Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Ein bisschen sehr viel vom Weg abgekommen. Jetzt ist die Frage, wo gehe ich hin? Ich sollte schon zur Finch Farm zurückgehen. Ja. Gehen wir hier den Berg nochmal hoch, um zu schauen, ob ich von hier irgendwas sehe, was mich interessiert, was ich erschießen kann zum Beispiel. Nee, sieht nicht so aus. Aber dann Richtung? Ah ja, da. Richtung Finch Farm, ja. Ich laufe eigentlich in die richtige Richtung. Und bei der Finch Farm kann ich dann meine ganzen Sachen abgeben und mich um Nick Valentine kümmern. Ja, hier sollte jetzt noch nichts mehr sein, was mich umbringen kann. Hier war ich ja doch schon. Komm, sprinte. Uiuiuiui. Ihr wart echt eklige Gegner. Aber zum Glück respawnen die jetzt nicht. Beziehungsweise erst sehr spät. So, da habe ich doch irgendwas schießen gehört. Da bin ich doch immer sofort ein bisschen panisch hier in der Gegend. Das Brahmen läuft auf jeden Fall irgendwo hin. Raider Scum. Okay, bist du hier? Auf der Seite von der Anlage da oben? Ja. Wie bist denn du hierher gekommen? Und wie sehe ich dich? Wie kann ich dich abschießen? Du läufst hier ganz schön durch die Gegend. Jetzt hättest du irgendein Ziel. Hinter dem Baum. Ach scheiße, jetzt ist er losgelaufen, während ich losgelaufen bin. Na gut, ich muss nur... Ja, ich glaube, du jagst das Brahmen. Das werde ich mal unterbinden. Wenn ihr einer Brahmen tötet, dann ich. Ha! Schön. Ja, den lassen wir auch da liegen. So wertvolle Sachen kann er nicht gehabt haben. Ne. Ja, und das ist der faulste. Also Jake, du machst echt deinen Job ganz schlecht. Ich habe dich zum Provisioner gemacht, damit du zwischen den Siedlungen hin und her gehst und nicht damit du hier rumstehst und nichts tust. Weißt du? Naja. Einmal ein Versager, immer ein Versager. So, was habe ich jetzt hier noch? Ich habe noch eine ganze Menge Zeug wohl dabei. Nee, das sollte ich da nicht reinlegen. Hier kann ich es aber reinlegen. Zum Beispiel all die Waffen. Die können die Siedler sich dann nämlich da rausnehmen. Plasma Rifle. Ach komm, die kommt da auch rein. Bis ich mal wieder wo bin, wo ich über Plasma Rifle nachdenke, da vergeht noch eine große Zeit wahrscheinlich. So, das hier würde ich alles so lassen, wie es ist. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts, was ich unbedingt mitnehmen müsste. Nee. Ich kann speichern, das muss ich auf jeden Fall mal tun. Yes. Auf dem Bett bin ich allerdings krank geworden, dann gehen wir doch mal zu einem von den Betten hier. Sieht schon besser aus, ich bin ein bisschen müde, aber das kriegen wir in den Griff. So, da unten war ich schon. Dann kann ich eigentlich nach Country Crossing weiterlaufen und fast den gleichen Weg zurücknehmen, den ich auch gekommen bin. Ich habe jetzt nichts unbedingt auf dem Weg zu erledigen nach Cabot House, nee. Also im Prinzip rennen. Deswegen muss ich auch mal Nick Valentine holen, damit ich in der Hauptquest weiter vorankomme, damit ich ein bisschen mobiler werde, weil die Bruderschaft mir dann irgendwann Vertibirds anbietet. Und da werde ich dann natürlich sehr gerne für sowas hier die in Anspruch nehmen. Das war auch anstrengend hier. Daran erinnere ich mich gerne zurück. So, Country Crossing. Kann ich doch da vorne schon sehen, oder? Das sind doch meine Geschütze da auf dem Dach.
Ja, das ist auch, wo ich schon war, dieser National Guard Training Ground. Also auch kein Grund, da nochmal vorbeizuschauen. Was ich vergessen hatte gerade, war natürlich hier ein bisschen zu kochen. Ich habe doch bestimmt, ja, ich habe doch Deathclaws umgebracht. Außerdem habe ich Red Scorpion Eier. Cures Addictions. Das ist doch genau das, was ich will auch. Da habe ich jetzt meine nächsten Psycho-Hangover, den habe ich da noch unter Kontrolle mit. Das gefällt mir. So, hier fehlen mir Tatos. Also, sobald ich Tatos irgendwo finde, kann ich die dafür benutzen. Du bist nicht arbeitslos, oder? Du bist einfach nur... Ja, du machst hier irgendwas. Gut, dann geht's jetzt weiter. Hier über die Brücke Richtung Bunker Hill. Und dann Richtung Cabot House. Also kann ich mich jetzt eigentlich hier in die Richtung tatsächlich orientieren. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Aber so lang war der Weg nun auch nicht. Naja. Solange auf der Brücke nichts Neues aufgetaucht ist, bin ich ja hier sicher. Oh, Myalurk Razorclaw. Ja, das ist auch so ein Ding, mit dem ich nichts zu tun haben will. Nee, nicht mal im Ansatz. Da hinten ist Licht an, okay. Wer macht hier Licht und warum? Das könnte ein Sentrybot sein, der durch die Gegend fährt. Das könnte aber auch irgendwas weniger Schlimmes sein. Ach nee, das ist unter dem Schiff. Ja, unter der USS Constitution. Da bleiben wir auch nochmal fern von. Ich habe genug Quests am Laufen gerade. Oh. Pff, nee. Wieso? Wieso bist du so gemein zu mir, Spieler? Das ist doch nicht, das geht doch auf keine Kuhhaut. Ich sah halt das Ding noch fliegen. Da wäre die Frage, kann ich auf Munition schießen? Oder kann ich auf also, wenn jemand einen Molotow-Cocktail wirft, dann kann ich, glaube ich, drauf schießen, sodass er vorher explodiert, bevor er mich erreicht. Kann ich auch auf einen Mini-Nuke schießen? Weil ich hatte die falsche Waffe und es ging viel zu schnell. Also das war ja jetzt wirklich ärgerlich hoch 10. Gott, was habe ich viel Bärenfleisch. Habe ich alles dem einen Deathclaw zu verdanken, der die ganzen Bären da umgebracht hat. So, ja, Jake. Du bist auch ein toller Mitarbeiter. Du wirst ein Mitarbeiter der Woche, wenn es hier so weitergeht. Enttäuschend hoch 10. So, ich hoffe, dieser Legendary Raider, der ist da wieder da. Den muss ich dann schnell besiegen, sagen wir es mal so. Ja, den muss ich ganz schnell besiegen. Das Spiel ist doch wirklich ein schlimmer Troll, oder? Wie kann es denn sowas hier direkt vor mich spawnen? Wie kann es sich das denn nur erlauben? Ich hoffe, das ist immer noch die richtige Richtung. Ja, da ist Country Crossing. Dann sind wir gleich wieder da, wo ich gestorben bin. Ich läuft mit der Raider mit dem Fatman über den Weg. Das ist echt der Anfang von einem Witz. Kommt ein Raider mit einem Fatman in eine Bar. So, hallo. Raus aus euren Betten. Nö, ihr seid gar nicht in euren Betten. Sehr gut. Hab ich sowieso lieber so. Was ist da hinten? Nichts, ne? Ich dachte kurz, es bewegt sich was. Ah, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube nämlich, ich bin ja doch hier. Hier entlang Richtung Cabot House. Also ist alles die richtige Richtung eigentlich. Rats. Aber hallo. Und irgendwie ein Bloodbug. Na komm. So kriege ich wenigstens meine Grits voll. Scheiß Gift. Da muss ich mich... Ich habe noch gar nicht gewonnen. Aber was wollte ich sagen? Oh Gott. Ihr verkrüppelt mich. Ihr Arschlöcher. Stimpak. Komm. Nein. Stirb jetzt nicht. Nicht bei Bloodbugs. Nein. Das gibt's nicht. Das ist nicht erlaubt. Oh Gott.
So, was wir jetzt tun, ist, ich nehme Redaway. Ein Redaway. Also wenn es dann nämlich einmal schlecht läuft bei mir, dann läuft's schlecht. Dann geht das so weiter. Das ist interessant. Da muss ich mal ein bisschen dran arbeiten. So, Wasser, Wasser, ja. Und Essen, Essen. So sieht's aus. Jetzt bin ich nur noch ein bisschen müde. Das kriegen wir in den Griff. Hier ist die Brücke. Das ist nicht die Brücke, das ist die andere Brücke. Was gibt's denn hier im Süden, wo ich hin muss? Ach so, das ist das da. Ja. Nee, den Weg gehen wir auf jeden Fall nicht. Gehen wir lieber den Weg hier. Na, ich muss dringend nach Hangman's Alley zurückkommen. An die Waffenworkbench. Mal gucken, was ich neu kann. Ja, und da hinten ist das Licht. Ja, mal gucken wirklich, was ich neu kann. Das geht ja so nicht. Und Armorer wird auch ein Punkt werden. Ich brauche eine Power Armor. Und ich brauche die Fähigkeit, die zu upzugraden. Ich brauche die Fähigkeit, die zu verbessern. So. Ich höre was. Das könnte aber auch mein eigener Hund sein. Gehen wir doch nochmal ganz vorsichtig auf diese Straße hier. Ich sehe niemanden. Aber das heißt ja noch nichts, nicht? Es könnte ja immer noch irgendjemand aus der Ecke gehüpft kommen hier. Und sagen, hups, ich bin ein Legendary Raider. Ich habe mich sogar kurz schon gefreut und dann habe ich gesehen, was er in der Hand hat. Da ist mein Hund. Alles ist gut. Na, eigentlich ist nichts gut. Ich bin so aufgeregt. Da ist die USS Constitution. Wunderschönes Schiff. Wunderschöne Quest. So. Oh, Dogmeat findet den Weg wieder nicht und jaunert. Es ist so fürchterlich still hier. Das macht mir Angst in gewisser Weise. Wo ist denn die Musik hin? Hä? Dich hätte ich da nie erkannt, so von hier. Warte mal, bist du auch? Du bist schon tot. Dir schießen wir mal ins Bein. Also mit solchen Gegnern komme ich ja klar. Ich brauche mal wieder einen ordentlichen, ja, oh, gehen wir da mal rein. Ich brauche mal wieder eine ordentliche Menge an Ghouls, die ich nur niedermähen muss. Weil Ghouls sind so gesehen ganz angenehm. Weil die halten in der Regel nicht so viel aus. Bringen aber doch ganz gut Erfahrungspunkte. Okay, kein Ghoul. Ich dachte kurz, da wäre ein Ghoul auf allen Vieren neben mir. Aber nein. Ach, da ist gar nichts drin. Ja, okay. Deine Uhr nehme ich. War bestimmt ein Erbstück. Oh. Hallo. Halber Kopf liegt hier rum jetzt. Was haben wir denn hier? Control Subjects Recording 2 von 3. Entry 6. R.A. Peters. It's March 1st. The subject has reached saturation threshold safely. Taking measurement now. Confirm 6 sieverts. Rapid fluid loss due to fever. Up to IV intake. All previous symptoms are still present. Tissue damage visible on arms, neck and hands. Necrotic sloughing of the skin. Topical and ingested antibiotics applied to control infection. Now injecting first dose of serum sample 42BA7 into bloodstream. No immediate effects observed. Animal trials yielded results in less than... Okay. Gruselig. Also da hat sich eine Frau absichtlich verstrahlt, um sich dann irgendein Serum zu spritzen,
weil sie sich wahrscheinlich was davon erhofft hat. Und was dabei rausgekommen ist, ist wohl eine Familie von Ghouls. Sehe ich das richtig? Gibt's hier jetzt noch irgendwas zu tun? Nee, hä? Oben, das ist zu gut zugeschlossen für mich. Da kann ich nichts mit anfangen. No way I could pick this. Und solange ich hier nicht irgendwas finde, mit dem ich das aufbekomme, habe ich da schlechte Karten. Gut, ich versuche mal. Ja, nee, hier schlafe ich nicht. Nee. Also hier geht's eher nicht weiter, nee. Aber interessant, interessant, interessant. Ich brauche dringend auch ein bisschen 10mm Munition. Ich brauche doch relativ viel davon. Oder ich brauche eine zweite gesilencete Waffe. Ist nur die Frage, was? Es muss ja eine Pistole sein. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten mehr. Ich denke, 10mm ist schon das Beste, wo ich einen Silencer draufkriege. Ich bräuchte halt ein Gewehr, so ein 45er Gewehr, so eine Combat Rifle. Das wäre was, was auch sich gut silencen lässt. Ich glaube, ab Gun hat 4, was ich dann auf Level 33 habe. Aber dafür bräuchte ich halt Rifleman. Na gut. Erstmal zurück zum Cabot House. Diesmal bitte ohne Fatman Raider, ja. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ich muss über eine Brücke. Ja, am besten gehen wir über die Hauptbrücke hier. Richtig, ja, das ist die Hauptbrücke. Da werde ich dann wohl auch letztes Mal lang gegangen sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das so war. Niemand hier? Oh. Gunner Private, Gunner Conscript, okay. Da habe ich mich doch an euch rangeschlichen, meine Guten. Du hast eine Laser Rifle? Also es hat auf jeden Fall keiner von euch irgendwie was fürchterlich Großes. Okay, ihr habt das überlebt. Wahrscheinlich, weil es keine Sneak Attacks mehr waren. Aber das werdet ihr nicht überleben. Na komm. Da kommt der Schuss. So muss das laufen. Gibt neue Fusion Cells, die ich ja auch relativ freizügig verbrauche. So, ich habe auch meine richtige Rüstung an. Ja, habe ich. Immer mal gucken. Nichts ist blöder als zu sterben wegen sowas. Du hast eine Blowtorch dabei gehabt. Bist wohl der Folterknecht, hä? Silver Shroud Radio Signal found. Okay, das hören wir uns mal an. Calling all Silver Shroud fans. I got an urgent mission. If you're a true fan, stop by the Memory Den and to talk to Kent Conley. The Silver Shroud needs you. Galaxy News Radio. Irgendwo war hier gerade doch ein Gegner, oder? The streets of Boston. One man lurks in the shadows, shielding the innocent, judging the guilty. That guardian is the Silver Shroud. Today's episode, a slaying in Scully Square. Just down this alley. Well, well, well. Looks like someone got lost on the wrong side of the tracks. Yeah, wrong side of the tracks. I'm just meeting a friend. No business of yours. Perhaps I'll just call him. Now, if you'll excuse me. Not so fast, fancy pants. Your wallet and that snazzy briefcase you carry. Hand them over, now. I most certainly will not. Do you have any idea who... Oh, jeez Louise, why'd you go and do that? 'Cause he could have made us, that's why. You want to spend another stretch in the pokey? Now, let's see what's in this fancy case. Nothing. Papers, no cash, it's worthless. Ah, get his wallet. A suit like this has got to have something. All right, let's see. 20 bucks, a driver's license. Oh man, we've done it this time. You know who this is?
We just wasted Mayor Murphy! What? The Mayor Murphy? What in the blazes was he doing up here? Up in Scully Square? A mystery, to be sure. Who said that? Show yourself! You have murdered a man in cold blood. Justice must be served. It's the Silver Shroud! Let's get out of here! I ain't afraid of the Silver Shroud. You hear me? Come out and I'll do you like I did the mayor. Death has come for you, evildoer, and I am its shroud! My work here is done. Or is it? What brought you to Scully Square, Mayor Murphy? A journey that left you dead, had Boston leaderless. Why venture? Das war jetzt enttäuschend hier. Emerge from the shadows, villain, or face the justice of the Silver Shroud! What will become of our stalwart hero? Find out what happens next week on another exciting episode of The Silver Shroud. The Silver Shroud, ja. Yeah. Listening to Galaxy News Radio, a wholly owned subsidiary of Galaxy News Network. Galaxy News! Ja, das ist die Silver Shroud. Kent Connelly aus Good Neighbor spielt da immer die alten Sommerhörspiele. Und ich darf bald das Kostüm und die Requisiten suchen. She's not missing, Mother. You know so did you find out what no, happened to the courier? Your sister is missing and I want her found. What else is Edward for if not to keep the family safe? Mother, Edward has better things to do than sending someone out to find Imogen. Again. I don't think you're even listening to me, Jack. I'm not going to have Edward drop everything just because Imogen decided to take a lover again. Jack! How dare you speak so disrespectfully about your sister? Oh. Yeah. Take your time. Immer. Ja, ja, Imogen ist irgendwo da. Ich zieh mich erstmal richtig an. Ich bin ja schließlich unter zivilisierten Menschen. Da kann ich auch meine zivilisierte Kleidung anziehen. Did you not off? Or what? And you don't even care. I'm not Imogen's babysitter. If she chooses to go off... Some raiders set up camp near Parsons and ambushed him. I took care of them. Hmm. I don't like raiders operating so close to Parsons. I hope this isn't the start of something serious. What about the serum he was carrying? Did you get any of it back? Ja, Das ist jetzt die Frage. Es ist sehr nützlich. I didn't find any. I guess they must have used it all. Yeah, figures. Oh well, here's your pay for the job. Too bad about the serum. Now, as far as what's next. Oh, hell, I guess it's time you met Wilhelmina. Jack's not gonna be happy about it. Come on. Wilhelmina. Ja, ja, suchen wir mal die gute Frau Wilhelm. She's a grown woman. She's perfectly capable of looking after herself. I can't bear to think. Jack, I'll take care of it. Mrs. Cabot, don't worry. I'll send someone to find Imogen. Thank you, Edward. I can always count on you. Why can't you be as devoted as dear Edward? Naja, das habe ich ein bisschen... You shouldn't indulge her, Edward. It just makes her more impossible to deal with next time. Just doing my job. Speaking of which, we tracked down the last delivery from Parsons. Raiders got it all, I'm sorry to say. Oh, that is bad news. Our supply here is dangerously low. Well, we'll just have to make it last until the next delivery. Imogen is Jack's sister. You probably figured that out yourself. She's, a little flighty. Impulsive. From time to time, she runs off. Usually with a new boyfriend. Then I send somebody to bring her home. Die muss eine tolle Existenz haben. Do you know where she's gone? No. But it shouldn't be too hard to find out. She's been spending a lot of time in Good Neighbor. That's a jazz club there, the third rail. Somebody there must know something.
She's not known for keeping her mouth shut. Okay, das könnte ich machen. What if she doesn't want to come home? Obviously, as one of the family, you can't just knock her in the head and drag her home by her heels. Usually, by the time I send someone after her, she's gotten bored with the whole thing and is ready to come home. I'm sure you'll think of something. You're supposed to be resourceful, remember? Ja, ich hab doch meine guten Klamotten. Das ist alles kein Problem. Excuse me. Ah, you're back. Do you need something? Ich würde gern hier schlafen. I was intrigued by your theory about an ancient alien civilization. Actually, it was my father's theory. Now proven beyond doubt, although only to me, unfortunately. There aren't many archaeology journals publishing these days. You have proof. Enough to satisfy me. He only made a single expedition to the Lost City, but he brought back enough to show beyond a doubt that the city he found wasn't made by or for human beings. Millennia older than the earliest human civilizations, but with technology that seems to have surpassed our own. And yet, everything about it is strange, disturbing geometries, tools not made for human hands, carvings that hint at dimensions beyond our own. Interessant. What was your father's theory? He believed that all of the earliest human civilizations shared some common parent that was unknown to history. Think of Atlantis. The myth of an advanced civilization destroyed by a cataclysm is shared by many widely separated ancient cultures. Eventually, he found what he was looking for. A lost city, buried beneath the sands of the empty quarter of the Arabian desert. You said your father found a lost city? Yes. He spent years looking, and was widely ridiculed by the so-called experts. I'm ashamed to say even I doubted him. But in the end, he found it. A lost city, buried in the sands of the Rub al-Khali, the empty quarter of Arabia. Okay, ich würde noch mal was anderes fragen. I wanted to ask you about something else. All right. Und zwar das hier. Wie hat er es dahin geschafft? How'd your father manage to travel to Arabia with the world blown to hell? Ah, well, that was before the war, when he was a young man. Okay. How's that possible? The war was 200 years ago. It is an unusual situation, but... Well, it's a private family matter. That's no concern of yours. Was there anything else? Ihr seid also unglaublich alte Leute. Quite a place you've got here. Amazing that it survived the war. Thank you. I try not to take it for granted. We were definitely more fortunate than most. It hasn't been easy keeping it up to pre-war standards, but we do what we can. Any more questions? Ja, ich baue ja selbst so ein bisschen Siedlungen. Das ist nicht einfach. What's going on at that old insane asylum? I carry out some of my research there. That's all you need to know. Okay, bitte ein bisschen mehr. The more I know, the better I'll be at my job. Well, I suppose that may be true. My father is confined in Parsons. For his own safety and everyone else's. He became dangerously unstable after handling an ancient artifact he found in Arabia. I've spent my life trying to figure out how to cure him. Was there anything else? Das sagt er dann wieder in diesem Plauderton. Nach der Enthüllung, meine Güte. I've got to get going. All right. Aber interessant, ich wusste nicht, dass man das aus ihm rausquetschen kann. Leider habe ich immer noch keinen Schlüssel für dieses ganze Ding hier. Und bin immer noch nicht besonders willkommen. Aber das wird sich sicherlich noch ändern. So, Edward. Ah, ich habe Unordnung gemacht. Das ist nicht up to pre-war standards. Ja, ich weiß. Das ist schon frech. So, was ist jetzt meine Aufgabe? Also, Imogen, die läuft hier irgendwo rum. Das weiß ich, hier. Direkt in der Gegend. Also da müssen wir nicht unbedingt nach Good Neighbor für. Das könnten wir jetzt theoretisch noch machen. Ich werde da mal Hallo sagen. Alle erschießen, glaube ich. Das ist so in der Regel meine Lösung für die Probleme. Vielleicht soll ich das also nicht so machen. Vielleicht sollte ich mal eine bessere Lösung finden. Das ist eine Idee, ja? Lass uns mal da rausgehen. Und gucken, dass ich nicht alle erschieße. Denn Imogen hat sich mit so einer Art Kultanführer eingelassen. Und ich versuche das jetzt mal friedlich zu lösen.
Ich habe ja schließlich meinen Smoking dabei. Was kann da schon schiefgehen? Ich will ja nur die eine Frau. Naja, wir werden es dann sehen, nicht? Sobald das mal geladen hat, das Spiel. Ich dachte auch, dass dieses Überprüfen der Spieldateien die Ladezeiten hier vielleicht ein bisschen verringert, aber das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Aber ich bin froh, dass es jetzt zufriedenstellend läuft. Und dann bin ich ja auch direkt in der Nähe von Hangman's Alley. Dann kann ich endlich zu Hause nochmal vorbeischauen und sagen, okay, oh, ich habe so Angst immer, wenn du rumpelst da in der Ecke. Ich meine, ich habe nicht mal Angst unbedingt vor dem Ding. Ich habe auch Angst davor, das klingt jetzt, ja, wo ist die Map? Da ist die Map. Ich habe Angst davor, dass der auf jemanden schießt mit seinem Raketenwerfer, während ich in der Nähe bin. Das wäre ja schon genug, um mich umzubringen. Also das... Der muss ja gar nicht mal feindlich sein. Der muss nur irgendwie eine Red Roach sehen, zu meinen Füßen da rumkreucht und fleucht und dann war's das für mich. So. Vicious Mongrels. Oh. Ihr tut mir fast schon leid. Her mit eurem Fleisch. Oh, der hat sogar einen Collar noch gehabt. Okay, was habe ich da hinten gesehen? Einen Ghoul auf dem Fluss. Ein Glowing One sogar. Der kann doch auch weg. Was bist du für einer? Einfach nur Glowing One, okay. Eieiei. So nach dem ersten Schuss ist die Waffe wirklich oder wirklich nicht gut oder ich treffe mit ihr einfach noch nicht. Müssten das nicht alles Treffer sein? Das sind auch alles Treffer. Es macht nur überhaupt nichts. Ja, da ist die schon eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, da treffe ich jetzt wahrscheinlich auch keinen einzigen Schuss. Ja, okay, okay. Es ist genug. Nee, es ist nicht genug. Es ist nie genug. Das war jetzt irgendwie notwendig. Keine Ahnung, es war die 20 Schuss bestimmt nicht wert. Da hat doch irgendwas Dogmeat hat einen Gegner gefunden. Das habe ich mir nämlich gedacht. Bestimmt irgendein Roboter oder sowas. Ja, ich höre doch irgendwas fahren. Ich gehe mal wieder nach hier. Oh, Dogmeat. Was ist es? Was gibt's hier? Oh, ein Hund. Gib auf, kleiner Hund. Komm, gib auf. Ach, scheiß Dogmeat. Okay. Das ist alles gut ausgegangen bis jetzt. So, dir schießen wir in den Kopf und dann schießen wir ganz normal auf dich. Ich liebe das. So, dich treffe ich. Ja, okay, nicht genug. Ach, da ist noch einer. Beziehungsweise, das ist der Typ. Okay. Das war ja... Nee. Ist noch nicht vorbei. Es ist bald vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt können wir auch was essen. Ich hatte nicht mehr mit euch hier gerechnet. Okay, ein Red Scorpion Steak, klar, warum nicht? Das bringt viel. Ah, es könnte auch jemand hier oben sein. Glaube ich aber nicht. Nee, nee, nee. Ich nehme mal meine... Nee, ich bleib schon bei der Energiewaffe. Ja, wird wohl weg sein. Ist niemand mehr hier. Warst du da oben? Bist du da? Oh, da oben sitzen auch gern Leute mit Fernkampfwaffen drauf, denen ich nicht begegnen will. Was natürlich sein könnte, ist einfach, dass hier
links und rechts noch jeweils einer steht? Nee. Auch nicht. Was haben wir denn da drüben? Kann ich da vielleicht jemanden erschießen? Ja, da kann ich auf jeden Fall das Turret da hinten erschießen. Will da jetzt jemand nachgucken gehen? Hm? Da oben sind Leute. Man kann hier, glaube ich, an diesem Seil mit einem Aufzug hin und her fahren. Ja, das kann man. Ist auch nicht unbedingt die einfachste Raiderbasis. Das dampft noch. Aber ich glaube da... Ah, hallo. Naja, so richtig gut treffen tue ich mit dem Ziehfernrohr nicht. Machen wir mal die Tür hinter uns zu. Und tun so, als wäre da nie was gewesen. Weil da wohnt nämlich der Kult. Da sollte ich jetzt ganz in Ruhe hinlaufen können. Ich darf nur nicht vergessen, mich umzuziehen. Ja, ein Missionary. Ein Missionary. Ich ziehe mich schon mal um. Hallo, Missionary. Du bist doch bestimmt nicht feindlich, oder? Nee. Hey. Here to learn about our movement? Aber hallo. Sure, why not? Brother Thomas is the one you need to talk to. He'll fill you in with all the details. Du bist so ein schlechter Missionary, wenn du mir nur einen Namen sagen kannst und nicht mal, worum es geht. Ah ja. Das ist der Kult. Hallo. Hey. I hope you decide to become one of the pillars of the community. Ich mag auf jeden Fall, dass ihr sauber angezogen seid. Hey there. Hello, neighbor. Hello. Du siehst komisch aus. Hi. I hope you decide to change your life today. Auf jeden Fall. Ich bin immer für Veränderungen bereit. Ich bin offen für Neues und all das. Brother Thomas. Hi. Hey. Welcome, neighbor. We're always glad to see a new face around here. Tell me something. You ever feel like this whole world is broken? Do you ever wonder why things can't be the way they were in the good old days? Ja, auf jeden Fall. The whole world is broken. That's what I used to think. Until I found a way to make a difference. To transform my life. And maybe everyone else's too. We call ourselves the Pillars of the Community. We're a pretty new movement, so you may not have heard of us. But we're growing fast all across the Commonwealth, and you can be part of this exciting future. Step right this way, and I'll be happy to tell you all about our movement and how you can be a part of it. Oh, das klingt ja super. Worum geht's denn bei euch? What's your movement all about? I'm glad you asked. Our mission is nothing less than to transform the entire Commonwealth one life at a time. Maybe you've seen pictures or heard stories about what life was like back before the Great War. Maybe you've wondered, why can't life be like that again? Well, neighbor, I'm here to tell you that it can be. What do you say? Ready to take that first step into a new life? You owe it to yourself to give it a chance. Ich denke darüber nach, aber du hast immer noch nichts gesagt. I have some more questions first. Of course you do, and I'm here to answer them. Shoot. Ha, und ich bin hier, um zu schießen. What if I change my mind after I join? There's absolutely no obligation. But trust me, once you see how your life is transformed, you won't want to leave. Believe it or not, we have never had a single pillar leave after joining. There's not many groups like ours that could make that claim, are there? Anything else you're wondering about before we get started? Das habe ich eigentlich schon gefragt. Mal gucken. What's your movement all about? Our mission is nothing less than to transform the entire Commonwealth ich kenn das schon. One life Weiter. At a time. Maybe you've seen pictures or heard stories about nicht what life Dialog. Was like Na gut. Before the Great War. Dann müssen Maybe wir uns das nochmal anhören. Why can't life be like that again? Well, neighbor, I'm here to tell you that it can be. Anything else you're wondering about before we get started? What do I have to do to join your movement? That's the beauty of it, neighbor. You don't have to do anything, except have a willing spirit and open your heart to the possibilities.
Anything else you're wondering about before we get started? Nee, keine Verpflichtung, kein gar nichts. Klar. I don't have any more questions. Good. You owe it to yourself. And I hope you're ready to chance. Take your first step into your new life as one of the pillars of the community. I'm not sure. Of course. How could you be sure until you'd experienced it for yourself? Just follow me and we'll get you started on a trial basis. I'm sure once you've seen what we have to offer, you'll be glad you gave it a chance. Wir können ja mal schauen. Ich folge dir. Right this way, neighbor. Ja, ja, right this way. Dann folgen wir dir. Just follow me. Ja, ja. Ist alles in Ordnung. Ich komme schon klar. Ich habe hauptsächlich Angst davor, dass deine Leute Molotov-Cocktails und Granaten haben könnten. Aber Leute in schwerer Rüstung habe ich jetzt nicht gesehen. I'm always excited to welcome a new member into our fold. Alrighty. I hope you're as excited as I am. This is one of my favorite parts of the job. Getting to welcome new members into our movement. The first step is simple. You have to learn to give up your attachment to material possessions in order to gain the ability to have true wealth, health, and happiness. Just go ahead and give me everything you own, and I'll initiate you as a first-level pillar of the community. Du hast, glaube ich, keine Vorstellung davon, wie viel ich eigentlich besitze, oder? What do I get in return for giving you everything I own? You're still stuck in old thinking. You're still clinging to your old life. But that's what you came here to give up. And the first step is to shed yourself of your material possessions. Nein. You must think I'm an idiot. Well, you came in here, didn't you? Now, you've got two choices. Give me everything you've got, or we take it anyway. Ich denke mal nicht. I'm walking out of here. Your choice what you want to do about it. Ah, you're not worth the trouble. Plenty of easier marks. Get out of here before I change my mind. Allerdings habe ich jetzt immer noch keine Ahnung. Das Problem ist so ein bisschen, du musst, glaube ich, sterben. Weil ich will in die Tür da hinten rein und ich kann dich nicht auf Imogen ansprechen. We don't have anything to talk about. Ich hätte nämlich gerne deinen Schlüssel hier. Okay, Bruder Thomas. Damit endet dein Kult. Hat er mich noch getroffen mit seinem komischen... Ach, du Arschgeige da. Das ist ja hinterfotzig hier. Ich wusste gar nicht, dass sie so durch Wände schießen können. So. Oh, nee, 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 ich schieß dir nicht in den Arsch. Keine Sorge, so gemein bin ich nicht. Falscher Knopf. Und dir schießen wir nirgendwo hin mehr. Aber dir schießen wir ein Krippbein. Na komm. Stirb. Ja, ich metze jetzt eine Sekte nieder. Oh, hallo. Ich hätte dich fast nicht gesehen. Hey, 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 hey. Lass uns da nochmal drüber reden. So ist gut. Jetzt sind meine Actionpunkte nämlich wieder da. Das heißt, dich kann ich auch noch erschießen. Oh, es tut mir ja so leid. Warum kommt ihr auch nur alle auf mich zugerannt, hä? Es gibt doch noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt. So, wo ist... hi. Du hast eine richtige Waffe, du nicht. Schön, dass dein Kamerad mit der Waffe schön in Deckung geht, während du auf mich zurennst. Hi. Ja, diese Missionaries, die halten schon was aus. So, du willst mit meinem Hund was anfangen? Das gefällt mir nicht. Ne, das lassen wir den nicht durchgehen. Okay, ich glaube, das war's für euch, richtig?
der Key, ja. Ganz viel Essen, alles wunderbar. So muss das sein. Das ist jetzt technisch gesehen stehlen. Na gut, werde ich irgendwie drüber hinwegkommen. Gucken wir nochmal, ob jemand so schlau war und hier vorne geblieben ist. Scheint nicht so zu sein, nein. Okay, ganz viele von diesen Hats und Suits. Schön. Noch ein Rezept für Bier. Irgendwann beschäftige ich mich damit. Keine Sorge. Irgendwann. Ein Mini-Nuke. Combat Boots. Grey Shirt und Combat Boots. Ready Skirt. Also hier sind ja eine Menge Sachen, die ich ganz interessant finde. Hier kann man wohl gut hingehen. Oh ja. Ja. Ich sehe schon, der Parasit hat die Leute ordentlich ausgenutzt. Der wird zwar nur Leute bekommen haben, die sowieso schon wenig haben, aber denen hat er dann alles abgenommen. Ja, theoretisch sind diese Matratzen, gehören die noch jemandem? In denen könnte ich unmöglich schlafen. Ja, ich kann die Besitzer gar nicht alle erschießen, aber ich kann unmöglich drin schlafen. Damit haben wir das doch zufriedenstellend gelöst, oder? Auf den... Ich hatte nicht mal einen Grund anzunehmen, dass sie hier hinten drin sein würde. Hi, Imogene. You must be Imogene. Don't tell me. Jack sent you. Ja. You're Jack's sister? I was expecting someone a bit younger. You really know how to flatter a lady, don't you? Just to be clear, I'm Jack's younger sister, the baby of the family. Once I get home and get some of Jack's serum, I'll be back to my usual stunning self. Tja, dann werde ich das Serum auf jeden Fall behalten, das ich habe, weil unsterblich sein klingt nicht schlecht. Jack has a serum that reverses aging? It's more like it halts aging. I started taking it when I was 32, so normally that's what I look like. You'll see once I get my treatment. I was well known as one of the bells of Boston society, back when there was any. Okay, wie alt bist du? Ich könnte es ihr geben. Warum aber? What happens if you don't get more serum? Oh, I don't think we need to worry about that. I've gone without a treatment much longer before with no lasting effect. Okay. Ja, dann los geht's. Yeah, whatever. Let's get going already. It wasn't my idea for you to come down here poking your nose into my business. Hier ist niemand mehr da. You could be a little more grateful to the person who's rescuing you. Oh, Thomas would have let me go eventually. But I was getting tired of waiting for him to come to his senses, so... Thank you. I was bored with Thomas anyway. He seemed so interesting at first. But after we got here, he turned out to be just another brute. He actually thought he could force me to join his absurd cult. Anscheinend hat er das ganz gut hinbekommen. Your boyfriend's dead. Let's go. Thomas? He wasn't my boyfriend. We had some fun together, that's all. Besides, he shouldn't have locked me in here. Don't worry, I'll find my own way home. I'm not quite ready to face Mother. And thank you. I really do appreciate you coming to find me. Even though I didn't actually need rescuing. Okay, wenn du meinst. Ach, da darf ich schlafen. Sehr schön. Ja, mir geht's auch langsam richtig schlecht. Ich muss nach Hause. Ganz, ganz dringend. Dass du auf so jemanden reinfallen kannst, finde ich ein bisschen komisch, mit so viel Lebenserfahrung. Ja, ich nenne dich nicht alt, ich sag nur, du hast viel Lebenserfahrung. Aber trotzdem fällst du immer noch auf solche Leute rein. Komisch, komisch. So, was haben wir denn hier? Wo laufe ich denn hier eigentlich gerade lang? Scheint okay zu sein. Ja, ich habe ja auch gerade erst gespeichert. Da oben sind Raider oder Supermutanten. Das ist natürlich nicht okay. Dich machen wir mal weg. Ich brauche da... Gott, verdammt. Okay, du hast mich gesehen, ne? Ja. Na gut, kommst du auch zu mir? Ja, du kommst auch zu mir. Ja, dann schließen wir dir mal den Haken in den Kopf. Das überlebst du nicht. Sehr schön. Schießen wir dir ein bisschen ins Bein. Oh,
Okay. Das mit den Actionpunkten, das ist schwierig geworden. Ja, Torso. Einmal, komm. Sehr schön. Wo ist der zweite gewesen? Ach, ist auch egal. Ich hoffe, der Supermutant hatte keine Freunde. Aber als die Myalurks da rausgekommen sind, habe ich mich echt erschreckt. Also das möchte ich nicht nochmal erleben. Zum Glück sehen die mich nicht mehr so schnell wie früher noch. Also wenn ich Sneak 5 genommen habe, dann bin ich komplett unsichtbar. Wahrscheinlich für die meisten. Klapsnagel? Kommt mir ein bisschen unbekannt vor. Müssen wir unbedingt mal reingucken. Aber zuallererst muss ich nach Hause mich ganz lange aufs Ohr hauen. Aber hallo, ich freue mich schon so auf Hangman's Alley. Oh ja. Ist das jetzt nicht hier? Nee, ist noch nett, Okay. Vielleicht habe ich deswegen Klapsnagel nicht erkannt. Ich dachte, ich wäre schon ein Stück weiter, als ich war. Na, hallo. Hallo, Nelson Latimer. Ich erinnere mich noch gut an dich. Ich zehre immer noch von den Drogen, die ich dir abgenommen habe. Das war eine gute Zeit, ja. Mittlerweile brauche ich die Drogen immer mehr. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr mit Jet und der 44er spielen, weil ich glaube, die harmonieren gut zusammen. Jet und die 44er und enge Gänge, das könnte ich mir gut vorstellen. So, machen wir die Tür zu, wenn nicht, dass jemand hinterherkommt. Und dann bin ich auch zu Hause. Oh ja. One that ends without an empty stomach. Habt ihr zu wenig Essen hier, oder was? Ja. Eigentlich könnt ihr nicht zu wenig Essen haben. Ihr seid alle verbunden. Das heißt, das Essen sollte rumgehen auch. Es sollte also kein Problem sein an sich. Ich kauf dir mal wieder alles netter ab. Das könntest du theoretisch auch der Siedlung spenden von dir aus. Aber nee, auf so eine Idee kommt natürlich niemand hier. Die Globes nehme ich, Aluminium nehme ich, Crystal nehme ich auf jeden Fall mit, genau wie die Desk-Fans. Desk-Fans sind toll. So, eine goldene Uhr brauche ich nicht unbedingt. Also mein nächster Kauf wird sowieso dann ein Power-Armor-Rack. Da werden nochmal 3000 Credits für draufgehen oder 3000 Bottle-Caps. Was haben wir sonst noch? Toaster, Typewriter zweimal, Vegetable Starch. Klar, können wir kaufen. Die Telefone kaufe ich. Das werden wir kaufen. Wird doch langsam dunkel hier bei mir. Na, ich mag den Winter nicht so sehr. Allein deswegen nicht. So. Verkaufen wir dir erstmal alle 38er. Dann verkaufen wir dir nichts weiter. Doch, die Flares kannst du alle haben. Ich weiß nicht, was ich damit will. Flares sind Quatsch. So, dann hast du immer noch viel Kohle. Dann fangen wir jetzt an und drehen dir Stimpaks an, würde ich sagen. Ja, mit Stimpaks kann ich das alles regeln. So ein bisschen über 500 müsste funktionieren, ja. Super. War mir eine Freude. So verdiene ich hier meine Kohle. Immer noch ein bisschen durstig. Und weg. Super. Dann schauen wir mal. Habe ich noch jemanden umgebracht? Oh ja, ich bringe andauernd Leute um, ne? Grilled Red Roach, Mongrel Dog Meat, Roasted Myalurk. Sehr schön. Stopp. Utility, ja. Vegetable Starch. Dreimal. Sehr, sehr gut. Da bin ich fast im nächsten Level, aber auch nur fast. Da würde ich ganz gerne noch irgendwie hinkommen ins nächste Level, bevor das hier weitergeht. Aber schauen wir zuerst mal, was ich in meine Kiste legen kann. Ja, die Kiste steht auch völlig falsch hier. Also hier habe ich noch 44er. Hier habe ich auch noch die gute 10mm Munition. Das ist doch richtig schön. Packen wir erstmal die Fusion Cores weg und die Shotgun Shells und das andere Zeug, was ich jetzt weggepackt habe. Die 45er tun wir weg und die 308er tun wir weg. So, jetzt habe ich die 10mm, die 44er und die Fusion Cells. Also die 44er, da muss ich keine weiteren mitnehmen, aber von den 10mm werde ich mir nochmal so 60 oder so einverleiben. Ja, das bringt's. Was habe ich an Waffen? Habe ich irgendwelche Waffen, die ich... Ja, ich habe irgendwelche Waffen, die ich loswerden will, aber nicht aufheben will.
Wie sieht's hier nochmal aus mit dem Empty Stomach? Zeig mir nochmal. Also 6 Food, ja, 8 People. Ich sehe es ja ein. Das ist ein bisschen wenig. Andererseits hättet ihr auch ruhig, und das sage ich jetzt echt mal so, es wäre erlaubt gewesen, wenn ihr euch selbst darum gekümmert hättet, oder? Ihr habt doch hier Arbeitslose. Dich zum Beispiel. Dich nehmen wir jetzt und weisen dir hier oben diese Tato zu. Und schon löst sich das Essensproblem von selbst. So einfach hätte das sein können, meine guten Leute. Da war doch eben was grün. Ich hab's doch gesehen. Bauen wir noch eine dahin. Und schon habt ihr 11 Essen. Ja, 11 sollte euch auch erstmal genügen. So, schauen wir nochmal. Wen haben wir noch als Arbeitslosen hier rumstehen? Anscheinend gar niemanden mehr. Okay, wenn das eure... Ne, du. Du bist noch arbeitslos. Was machen wir denn mit dir? Ich würde fast sagen, erstmal nichts, ne. Ich meine, ich könnte ja aus dir so ein Armor-Shop machen, wenn ich das kann. Beziehungsweise einen Weapon-Shop, einen Weapon-Stand. 500 Currency oder 1000 sogar. Wie ist denn das hier? Weapons Emporium. Das kann ich noch nicht. Da fehlt mir Cap Collector. Das werde ich vielleicht auch nie können dann. Schauen wir mal, dass wir hier einen Weapon Store daneben bauen. Und weisen dir den Waffenschladen zu. Dann habe ich noch jemanden, bei dem ich kaufen und verkaufen kann. Hey there. I'm sure I've got something. Ja, ich hoffe doch. I'll take a look. Sure. Great. Hier kann man das mal machen. Ja, hier könnte ich jetzt auch Munition nachkaufen. Also, das ist schon nicht schlecht. Du hast auch 400 Credits, 400 Caps. Das ist auch sehr gut. Schauen wir mal, dass ich ein paar von den Stimpaks noch loswerde. Uiuiui. Jetzt habe ich aber auch bald keine mehr. Ja, machen wir das erstmal so. Ich hätte jetzt eigentlich die Waffen verkaufen sollen, aber das kann warten. Ich werde lieber die Waffen... ich mache die Waffen kaputt. Das ist überhaupt die Idee. Ja, ich mache diese ganzen Waffen, die ich aufgesammelt habe, die mache ich halt erstmal kaputt. Kriege ich zwar nur Stahl für, allerdings ist das besser als nichts. Ja, Stahl und hier Plastik. Gut, was kann ich denn jetzt hier anfangen? Kann ich Righteous Authority ein bisschen weiterbauen? Zum Beispiel von dem Boosted Capacitor... zu einem besseren. Ja, könnte ich, aber dann würde ich Crit verlieren. Machen wir also nicht. Improved Short Barrel bleibt, wie es ist, denke ich. Ja. Sharpshooter's Grip gibt's nichts Besseres. Gibt's nichts Besseres. Reflex Sight ist auch, was ich will. Den Fine-Tuned Beam Focuser. Ja, ist auch, was ich will. Gut, zu Old Faithful. Maximized Capacitor. Da kann ich doch was drehen. Da kann ich doch hier... ein Overcharged Capacitor einbauen. Das kann ich mir auch ganz gut leisten. Von 136 auf 149. Ja, das werden wir machen. Dann habe ich hier das Improved Sniper Barrel. Das ist schon mal nett. Dann fehlt... da fehlt mir eigentlich nichts mehr. Schade. Ich meine, ich könnte noch einen Recon Scope draus machen. Tracked Targets. Muss aber nicht unbedingt sein. Hier könnte ein Reflex Sight drauf kommen. Das machen wir mal. Gut, ich habe fast ein Level Up. Fast. Es ist ganz knapp. Schauen wir mal, was ich aus meiner Rüstung noch so rausholen kann. Ach, das sieht schon toll aus. Ja, so gefällt mir das. Ich kriege noch ein bisschen Licht irgendwann darüber gebaut, aber erstmal geht das so. So, Armor Workbench. Ich habe ja hier unten die Lucky Armor. Da würde ich erstmal Pocketed reinbasteln. Das ist immer so der erste Schritt. Dann gucken wir mal, wenn ich das verbessere. Ja, das wird schon ein Stückchen besser. Machen wir das mal so. Okay. Was haben wir hier? Champions Armguard, der ist auch schon Pocketed. Und Polished Metal, was besser ist, als was ich machen kann. Das Ding ist Pocketed, es steht halt nur nicht immer dahinter. Sollte also alles gut sein. Okay. Dann ziehen wir uns mal ein bisschen um.
Ich gebe das hier, ich nehme das hier auf für 2 Glück mehr und gebe dafür Stärke und Endurance auf. Es muss halt sein, ja. Also es muss nicht unbedingt sein, aber ich finde, das ist ein Tausch, den gehe ich jetzt einfach mal ein. Oh Gott, die Kiste ist echt falsch da. Wie oft werde ich das noch sagen und nichts dran ändern? Wetten werden angenommen. Ich tue das auch mal weg. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgehoben habe. Ich wollte mir mal angucken, wie es aussieht. Ach, und was es kann. Ja, plus 2 Charisma. Ein Skirt. Sollte ich ein Skirt anziehen? Ich glaube eigentlich nicht. Was war das andere? Das andere war Combat Boots. Ja, da wollte ich auch mal gucken. Wir gucken uns irgendwann noch an, wie das aussieht. Ja, irgendwann. Ganz bestimmt, ich schwör's. So, Drogen. Werde ich mich mit Drogen ins nächste Level bringen, ne? Wenn da mal nicht irgendeine Metapher drin steckt. Psychobuff, meine Lieblingsdroge. Mentats Grape, da brauche ich noch mehr Hubflower für. Mentats Orange, bauen wir mal ein Mentats Orange. Ich brauche die Karotten für sonst für sowieso nichts und ich nehme die ja ganz gerne mal. Berry Mentats, nehmen wir auch mal eins. Könnten ja lustig sein. So, Jet kann ich wieder 11 Stück herstellen. Das sollte ich auch immer machen. Ich mag Jet. Gut, was für Level habe ich jetzt gemacht? Bin ich jetzt Level 30? Ich bin jetzt Level 30. Sehr schön. Ah, da hatte ich gesagt Four-Leaf Clover. Ja, Four-Leaf Clover ist, was mich interessiert gerade. Sehr cool. Schauen wir da nochmal rein. Ab wann geht das hier weiter? Ah, 13 und 32. Also da kann ich im Prinzip das nächste und das übernächste reintun. Hier 19 und 46. Ja, aber ich denke, da ist Four-Leaf Clover erstmal wichtiger. Better Criticals kommt auf 43, da muss ich mir noch keine Gedanken machen. Ninja ist auf 33. Science 41, Action Boy irgendwann mal. Oh ja, irgendwann mal. Ich rede schon ewig davon. Gunnut 39 ist auch nicht mehr so weit weg. Sneak brauche ich nicht unbedingt. Wäre dann aber auf 38. Gunslinger geht auf 42 weiter. Rifleman könnte ich auch schon bis auf 4 bringen. Brauche ich halt mal die 4. Müsste ich halt mal die Ressourcen für haben, ja. Ich sag's ganz ehrlich. So, jetzt ist eigentlich Schlafenszeit. Es hat schon ein bisschen zu lange gedauert, die Folge läuft ewig. Aber wir sind zu Hause. Das heißt, nächstes Mal kann ich mir von hier überlegen, wo wir hingehen. Und warte mal, da schießt irgendwas, oder? Lass mich mal rasten. Ja, ich bin doch noch krank. Gottverdammte. Nee. Wenn ich nicht muss, dann muss ich nicht. Ich hatte gesagt, ich will schlafen, dann schlafen wir jetzt auch. Also die Betten scheinen auch dreckig zu sein. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber was soll man machen? Wir haben 12 PM. Wenn ich 7 Stunden schlafe, ist 7 Uhr morgens, da ist schön hell, da könnt man auf ein Abenteuer aufbrechen, oder? Das klingt gut, nicht wahr? Dann bedanke ich mich schön für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal.